driving forces oder treibende Kräfte sind Einflussfaktoren mit dem Potenzial, signifikante Änderungen zu bewirken. Das kann sowohl intern sein, also interne Motivationsgründe, als auch externe Einflussfaktoren. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Wir sammeln und diskutieren interne und externe driving forces für die zukünftige Entwicklung von Social Media. Das Ziel ist eine Übersicht der internen und externen Haupttreiber für die zukünftige Entwicklung von Social Media. Dafür stelle ich Ihnen jetzt ein paar Fragen. Man kann das auch so machen, dass man vorher Experten dazu interviewt. Heute sind Sie die Experten und Expertinnen. Und ich frage Sie zuerst, wenn Sie in die Zukunft der Entwicklung von Social Media blicken könnten, was würden Sie gerne wissen? Und jetzt sind Sie gefragt. Das Ziel von dem Ganzen ist, dass diese Faktoren alle auf dieser Matrix da angeordnet sind, um ihre Relevanz für die Szenarien zu visualisieren und sichere Trends und kritische Unsicherheiten zu identifizieren. Wirtschaftliche und Business-Faktoren, wo man hier beispielsweise das Datenmonopol gehört dazu, der Aufruf ist dann mehr auf der politischen Seite. Umweltfaktoren, Umweltfaktoren hatten wir jetzt noch gar nicht. Würde Ihnen da etwas einfallen, was Social Media beeinflusst? Die 4.0 anwenden und da haben zum Beispiel so Europaletten irgendwelche Sensoren drauf und die haben dann ein eigenes, sie nennen es halt Social Media Netzwerk, wo sie das dann verfolgen können und wieder zurückholen können. Also die Transparenz, genau. Ja. Das ist nämlich im Umkehrschluss das Gute für all diese Probleme finden Social Media, digitale Unternehmenslösungen. Ja, also das stimmt, genau. Machine Learning und Deep Learning, also wo es wirklich tief in die Daten reingeht. Und eine wirkliche Machine Learning Session verbraucht so viel oder führt zu so viel CO2-Ausstoß, wie 3 PKWs in ihrem ganzen PKW-Leben verbrauchen. Also das ist wirklich ziemlich massiv. Haben Sie schon Vorschläge, was hier Dimensionen sein könnten? Man merkt, ich schreibe ganz auf gut rein. Das ist total super.